Ich weiß, du liebst mich. Wenn sich zwei Nachbarn im Gartl auf ein Bier treffen, dann entsteht Folgendes. Nämlich, wenn die Kartl mit dem Bartl. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da vorne ist schon die Taverne. Da tausche ich das Ding gegen Bier. Brauchst du nicht so weit zu gehen? Schau, kommst zu mir, kriegst du ein Bier. Und Prost! Das erste Bier. Das löscht den Durst. Das zweite stimmt mir heiter. Beim dritten ist mir alles wurscht. Und so viel einfach weiter. Prost. Das ist eine Frau. Ja. Mit Schaust, Stil. Gell? Mit Stil. Schau, Kathi, da kriegt das Wort Biergarten ganz eine neue Bedeutung. Ha? Was tust du da bitte? Ja, die Pflanzen gießen, so wie auch ich muss mich begießen. Ne? Aber du sollst dir dein armes Nierenbecken nicht mit kleinen Bieren necken. Drück dich einmal das Leben schwer, bist du mutlos innen leer. Kein Appetit, kein Sinn zu lachen, musst du eine Bierkur machen. Stell dir vor, es gäbe kein Bier und wir zwar würden... Schweig! Über sowas macht man keine Scherze. Du hast aber echt einen guten Samen verwendet, wenn viel Haar dabei herauskommt. Was hast du gemacht? Hast du eine Rolle bei Zombieland bekommen? Mir hat der Mucken gestochen. Deswegen verbindest du gleich den ganzen Kopf. Meine Frau hat sich mit der Schaufel erschlagen. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, hast du schon wieder vergessen? Nein, habe ich nicht. Ich war leicht irritiert. Ach so, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich züchte mir jetzt lieber Biere und lasse das mit den Frauen. Warum das? Ja, weil wenn du ein Bier liebst, wird es dich niemals fragen, ob du schon andere Biere vor ihm hattest. Aber es hat etwas Gutes auch, weil je größer der Loch schon, desto besser der Blick auf die Sterne. Und solltest unbedingt... Und solltest unbedingt meinen Text wissen... Kann ich da jetzt auch nicht hören. Dann sag ich mal. Achso, nein, weiß ich schon. Und solltest unbedingt mit dem Kopf durch die Wand holen, gell? Dann überleg doch bitte vorher, was du im Nebenraum brauchst. Rede du nur, aber bei dir merkt man einfach, dass manche Menschen der lebende Beweis dafür sind, dass ein komplettes Versagen des Gehirns nicht zwangsläufig zum Tod führt. Ja. Sie kriegt jetzt Ruck. Das war wie ein Workshop, gell? Ja. Was heißt da tot? Ich bin jetzt in dieser besonderen Lebensphase zwischen gepflegt aussehen und gepflegt werden. War ich letztens beim Arzt, weil ich muss ja so, wenn ich so ein paar Bier habe, muss ich so oft aufs Klo, gell? Hat er gesagt, der Arzt, kein Problem, im Tag 10 Minuten Beckenbodengymnastik, das hilft, gell? Aber klasse Idee, ich aussehe in unserer Therme, 1-2 Meter Becken oben bis zum Boden. Ja, kompletter Schaß. Wie soll ich 10 Minuten Beckenbodengymnastik machen, wenn ich nur 30 Sekunden Luft anhalten kann und da wo sein, Mann? Und mein Hausarzt hat mir Seeduft verschrieben. Und dann blick ich mir früher auf die Taschen und mir gedacht, naja, wurscht, hängen wir halt an Hering vor dem Ventilator. Oh. Weil du sagst Seeluft, gell? Meine Frau hat sich jetzt auf die Innenseiten vom Oberschenkel eine Muschel tätowieren lassen.
Und wenn man mit dem Ohr zugeht, kommt man fast das Meer. Also gehört habe ich es nicht. So, musst du da jetzt mit dem Handy spielen? Das ist ja alte Leute sind da, das geht ja nicht. Aber was willst du denn? Ich war jetzt eh ohne mein Smartphone auf der Toilette. Was der weh fährt. Hast du gewusst, dass ein Blattl Klopapier 52 Perforationsstreifen hat? Hm? Ja, und irgendwann bin ich eingeschlafen und hab Folgendes festgestellt. Wenn ihr im Traum eine Toilette seht, benutzt sie ja nicht, weil das ist garantiert eine Falle. Dolly, nicht Dolly. Entschuldigung, Kathi. 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 Und einmal die Kurven kriegen, bist du gescheit. Das Leben ist so schön. Na nüchtern dürfen wir heute nicht werden. Ja, da sind wir recht, gell? Prost. Weg vorbei. Geht nicht, geht nicht. Holt euch noch ein Eis. Dann. Hey, ich bin halt Kathi, ich bin halt so gut drauf. Ich kenn Parma, könnt ihr ausreißen. Kleine Parma. Bonsai? Oh, groß geht, gell? Wo wir schon bei Pflanzen sind. Ich war letztens im Internet eine Pflanze bestellt und nach 15 Minuten ist bereits die E-Mail vom Versandhaus gekommen. Ihre Bestellung ist eingegangen. Wie gibt's denn das? Scheiße. Naja, dann habe ich mir daraufhin einfach eine Ei bestellt. Du willst gut. Weil du gerade so von Pflanzen redest, gell? Wenn das mit den Vegetariern und mit den Veganern so weitergeht, sie gehen in Zukunft bei Schnitzelbrot draußen bei Raucher essen. Ah! Was denn? Oh, was ist denn? Hast du die verbrennt? Natürlich nicht! Was in unseren Kulturkreisen begrüßen wir heiße Speisen vom Grill immer mit Tanz und Gesang. Apropos, gibt's eigentlich noch so Dates, wo man ins Kino geht und sich zufällig an wichtigen Stellen berührt? Das war ja kein schlechtes Konzept, oder? Nein. Aber, wenn du... Von Date redest, ja. Mein Vater hat mir einen Tipp gegeben, wenn du im Sommer am See gehst, soll ich mir eine Kartoffel in die Badehosen stecken, das imponiert den Mädchen. Er hat halt vergessen, dazu soll fuhren, nicht hinten. Aber jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Fragen im Leben. Wie lautet eigentlich die Mehrzahl von 6? Gut. Das geht eh fast. Ja. Ja, keine Ahnung. Aber es steht schon in der Bibel geschrieben, liebet und vermehret euch. Gell? Und im Kamasutra steht, wie es geht. Sag einmal, tust du verhüten auch, wenn du 6 hast? Ja, freilich. Ich schmink mich ab. Ich will nicht, aber ich halte das mir auf, ich weiß nicht. Das. Du musst einmal in einen Sexshop gehen, einen Vibrator kaufen, dann gehst du zur Kasse und wenn die Kassierin fragt, wollen Sie einen Sackel,
Sag einfach einmal, nein, den stecke ich mir gleich so ein. Das ist aber sehr mutig. Weißt du überhaupt, was Mut ist? Mut ist, mit der Bodenhosen ins Theater gehen. Und Übermut ist, wenn die Bodenhosen tut bei der Garderobe abzugehen. Und weißt du, was Schlagfertigkeit ist? Wenn die Garderobe fragt, den knirps auch. Ich rede für den Wallisluck, krass. Ja. Aber hat schon recht, gell? Das ist ja, wenn Frauen immer Recht haben und Männer immer Unrecht und eine Frau sagt zu einem Mann, er hat Recht, hat jetzt dann der Mann Recht oder Unrecht? Scheiße, das Joghurt fallen lassen. Ich war eh nicht mehr haltbar. Du, was du gewusst hast, dass Männer mit Bart sehr häufig fremdgehen. Frauen mit Bart hingegen weniger oft. Und hast du gewusst, dass du schon ziemlich grau geworden bist? Du, der neue Trend Haarfarbe, mir geht so grau. Wenn jetzt noch Volk und Übergewicht ins Spiel kommen, wäre 2017 mein Jahr. Prost, dann habe ich mir natürlich gleich gedacht, und jetzt ist schon so klar, schon poste ich auf Facebook, suche Frau. 8 Frauen gefällt das, 40 Männer haben geschrieben, die meine. Blamiert. Nein, aber da fällt mir was ein. Mein Mann sagt, wenn ich schlafe, schaue ich so süß aus. Wobei meine Chefin ist da anderer Meinung. Da ist mir letztens passiert, mitten in der Nacht, ich mit meiner Frau im Bett, gell, schräg die auf in der Nacht und schreit, mein Mann kommt heim, gell, ich außer vom Bett, die Reflexworte habe ich mit Kosten versteckt. Ich habe letzte Nacht von der Arbeit getraut, ich habe gleich 6 Überstunden notiert. Schau mal, Kathi, eine Spinne. Was? Eine, was? Hast du gewusst, dass Studien zufolge Menschen, die Angst vor Spinnen haben, viel öfters eine Spinne in ihrer Wohnung finden, als Menschen ohne Angst vor Spinnen? Also ich persönlich, ich habe ja panische Angst vor Geld. Aber jetzt haben Wissenschaftler ja herausgefunden, dass Frauen, dass das immer nicht stimmt, dass die Angst vor Spinnen haben. Die sind angefressen auf die Viecher. Aha. Weil sie 8 Fies haben und 4 Paar Schuhe anziehen könnten. Ich hätte eher komplette Brockhaus-Enzyklopädie zu verkaufen. Da findest du ja was über Spinnen und über Geld auch. Und wieso verkaufst du? Ich hab geheiratet, mein Mann weiß eh alles besser. Und meine Frau hat gesagt, ich soll ein Buch über Ausreden schreiben, gell? Dabei weiß ich gar nicht einmal, wie das ist, wenn man ausreden darf. Und die wundert es ernsthaft noch bei deinen Gehirnhälften. Die verhalten sich ja wie Socken, alle fällt garantiert immer. Gott sei Dank hast du den Verband tun, damit die nicht verloren gehen. Normal ist es dir, nur deswegen gerade alle hat es ein ja, bisschen über dir erzählt. Los, hör auf, schaust aus, als hättest du wohl in irgendeinem Horrorfilm gekriegt. Das war der letzte, den du geschaut hast. Stopp! Stopp! Nein. Ja, aber da geht's noch hin, gell? Nein, hab ich nicht geschaut. Das Freitag der 13. wollte ich eigentlich schauen. Boah. Das ist irgendwas Schnulzigeres zu erzählen. Ja, kennst du das, die indischen Filme, diese Bollywood-Filme? Ja. Ah, wo so da hingeht, ja. Wo er so schaut. Und sie, Und was passiert? Nix. Mary. Mary. Was ist denn? Oh, die hat ins Kreis geschossen. Ja, Hexenschuss kann schon einmal keiner sein.
Und warum nicht? Die schießen nicht auf ihresgleichen. Jetzt springt sie. Ich sage, wie man es macht, ist falsch, und macht man es falsch, ist auch nicht richtig. In diesem Sinne, Leleimagei. Leleimagei! Die Karte und den Bartl, Katharina Himmel und Christian Hafner. Leleimagei. Leleimagei! So, liebe Freunde, wir singen wieder ein bisschen schöne Melodien auf.